Servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich möchte mich anfangs erstmal dafür entschuldigen, dass das letzte Mal die Qualität, das Bildrauschen und das war. Es tut mir leid, ich habe länger nichts mehr gedreht und dadurch ist es zustande gekommen. Aber da möchte ich jetzt nicht groß drauf eingehen. Jetzt starten wir, würde ich sagen, mit dem heutigen Thema. Und zwar geht es darum, wie ich bei einer Drogensucht unterlegen werde. Das Ganze hat 2013/14 begonnen. Und zwar bin ich dann nach Karlsruhe gegangen. Und das war so der Anfang von dem Ganzen. Ich bin nicht direkt komplett nach Karlsruhe anfangs gegangen. Nämlich bin ich erst nach Rothensohl. Das ist ein Ortsteil von Bad Herrenalb, ja, hieß das. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, ob es ein Ortsteil ist oder ein Nebenort oder so. Ich habe das ehrlich gesagt nie so ganz geblickt. Auf alle Fälle war ich da. Nach einem Monat hatte ich da einfach die Schnauze voll und bin nach Karlsruhe gezogen. Und das war ehrlich gesagt ein Fehler. Denn ich hatte schon so ziemlich mein ganzes Geld dafür verbraten, um nach Deutschland zu ziehen. Hatte Verträge abgeschlossen für diese Wohnung. Die konnte ich dann eh zum Glück mitnehmen, das war nicht das große Problem. Und das war so das Ende, weil ich bin dann nach Karlsruhe, habe dann einen Job gefunden im Marriott, das ist ein Hotel, eine Hotelkette um genau zu sein, und da habe ich angefangen. Und das Problem war, es gab da eine Person, die mich permanent gemobbt hat. Also Bossy eigentlich. Ist ein Unterschied, denke ich mal. Und diese Person hat mich wirklich in scheiß Situationen getrieben. Und zwar in die permanente Angst, den Job zu verlieren. Dann kam noch die Wohnungssituation dazu. Und zwar habe ich, als ich von Bad Herrenalb, Rothensohl, keine Ahnung, ist auch egal, nach Karlsruhe gezogen bin, eine Wohnung gefunden, ein WG-Zimmer. An sich geile WG, richtig geile Leute, war voll korrekt, hatte überhaupt kein Problem damit. Das Problem war nur die Vermieterin. Die Frau war einfach strange. Ich meine, die war arbeitslos, hatte keine Arbeit, hatte zwei Kinder und hat sich die Wohnung von Amt bezahlen lassen und hat halt die ganzen einzelnen Zimmer an Leute vermietet. Das Ding war, man musste die Miete ihrer Mutter zahlen. Das heißt, man ist zu der Mutter, hat das dann bezahlt und ja, hat dann halt eine Quittung bekommen. Das Problem war nur, ich habe es bezahlt, ich habe die Quittung nur verschlampt. Sie hat dann darauf bestanden, dass ich ausziehe. So, ich habe dann mit der Human and Resource Managerin geredet von dem Marriott Hotel, wo ich zu diesem Zeitpunkt schon gearbeitet habe. Und die war wirklich korrekt. Die hat mir dann eine Unterkunft im Kolpinghaus besorgt, bis ich eine WG-Zimmer hatte. Habe ich dann auch gleich kurz drauf gefunden. Das Ding war nur, ich musste aus der Wohnung auch wieder raus. Das Resultat war, ich war dann wieder im Kolpinghaus. Das heißt, ich bin in ein paar Monaten, das waren jetzt 2 Monate, 4-mal umgezogen, was natürlich eine Belastung ist. Das Geile war halt, die ganzen Siedlungssachen in Karlsruhe, und das ist kein Witz, habe ich mit der Straßenbahn gemacht. Das heißt, ich bin 10-12 Mal quer durch Karlsruhe gefahren, um zu siedeln. Leute, ich hatte da draußen keinen, ich kannte niemanden, ich war komplett alleine. Das war einfach eine Dreckscheiße, um ehrlich zu sein. Entschuldigung, dass ich jetzt dieses Wort verwende. Und um auf das Thema jetzt zurückzukommen, wieso ich dann den Drogen verfallen bin. Als ich dann das zweite Mal dann im Kolpinghaus war, hat sich die Situation in der Arbeit sehr verschlimmert. Ich hatte zwar eine Wohnung, freundemäßig, ja, hatte ich eigentlich gar nichts in Deutschland, weil ich einfach nur am Arbeiten war. Und da ging es mir echt richtig dreckig. Und dann habe ich ein paar Leute kennengelernt, an sich coole Leute, richtig coole Leute. Das Problem war nur, sie haben mich zu Cannabis gebracht. Dadurch habe ich Kiffen angefangen, ich habe Joints geraucht und das war
dicker, fetter Fehler. Denn ab da hat sich die Situation im Hotel richtig verschlechtert. Vorher habe ich eine auf den Deckel bekommen, weil ich halt meine Arbeit anscheinend nicht richtig gemacht hätte. Die hat halt nach Fehlern gesucht. Durch diese Kifferei hat sich das so weit verschlechtert, dass ich die Arbeit wirklich nicht mehr gut erledigt habe. Dadurch ist sie eben auf mich los, bam, 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 hat mich unter Druck gesetzt. Ich habe mir zwar Mühe gegeben, aber durch diese Heißen, ich konnte es einfach nicht. Ich konnte meine Arbeit nicht richtig erledigen. Dann ist auch noch was passiert, und zwar der F&B-Manager von diesem Hotel ist immer hinter mir gestanden, wirklich super Mensch auch. Der ist dann gegangen. Ich habe dann für mich den Entschluss gefasst, nach Wien ins Marriott zu gehen, und ich muss sagen, das war für mich dann wirklich der absolute Absturz. Denn der Plan wäre eigentlich gewesen, clean zu werden, in Wien eine Wohnung zu finden, habe ich auch gefunden, einen Job hatte ich ohnehin schon, und das Ding ist, das ist komplett nach hinten losgegangen. Ich bin in Wien angekommen, habe mich mit einem alten Kumpel getroffen. Dieser Kumpel hat dann gleich mir einen Joint angeboten, ich natürlich gekifft, und ja, das war so der Anfang vom Ende. Zu dieser Zeit, muss ich sagen, war ich wirklich keinen Tag richtig mehr clean. Ich habe damals auch andere Sachen probiert, angefangen von Opium, Speed, etliche andere Drogen, und geendet hat das Ganze nicht gut. Ich war da dann insgesamt von August bis Oktober, und in dieser Zeit glaube ich keinen Tag, wo ich nicht high war. Ich war so high, dass ich 5 Stunden durch Wien gefahren bin nach der Arbeit, weil ich den Weg nach Hause nicht mehr gefunden habe, Leute. Das ist jetzt kein Witz. Und das ist halt einfach ein Thema, mit dem ich dann abgeschlossen habe. Ich bin dann von Wien weg, bin nach Tirol, hab's dann geschafft, clean zu werden. Das ist auch der Zeitpunkt, wo ich mit YouTube anfange. Das ist auch der Zeitpunkt, wo ich mit YouTube angefangen habe. Und ja, ich muss sagen, für mich ist es einfach eine Zeit, die mich sehr geprägt hat und mich sehr verändert hat. Ich konsumiere mittlerweile keinen Alkohol, okay. Ich nehme ihn zum Kochen her, aber da verdampft ja der ganze Alkohol, von daher ist es eigentlich egal. Drogen, gar keine mehr. Das einzigste Laster, was ich mittlerweile noch habe im Moment, ist das hier. Aber das habe ich auf die Elektrozigarette eingeschränkt, und von daher ist es besser. Was ich euch jetzt mit dem Video eigentlich sagen möchte, ist, Leute, lasst die Finger von Drogen. Es kann euer Leben zerstören. Es hat mein Leben fast zerstört. Lasst es einfach. Es ist nicht gut für euch. Und ja, in Zukunft werden mehr Videos, wo ich euch so ein paar Real-Life-Stories aus meinem Leben erzählt, kommen. Und andere Videos, ich versuche so wenig wie möglich zu cutten. Natürlich ist das Ganze nicht vermeidbar, da ich mich gerne verspreche. Und ja, damit bin ich raus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier. Abonniert mich da oben. Und ciao!